Hallo liebe YouTube-Gemeinde. So gehen die Videos immer los, ne? Ja, heute geht's weiter mit der Lichterzeugung mittels Bettini-Motor. Was heißt Motor? Das Ding dreht sich dann im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr, oszilliert nur noch so vor sich hin, aber macht trotzdem schönes Licht. Relativ schönes ist natürlich noch optimierungswürdig, aber dann seid ihr gefragt. So, ich meine jetzt aber nicht dieses Licht. Das kennt ihr mittlerweile alle von Bettini, ne? Komisch ist, habe ich heute auch erst rausgefunden, wenn man auf die Seite mit diesem leuchtenden Ding da, mit dem Finger drauf geht. Passiert nicht ganz so viel, ne? Ja, aber wenn man jetzt von der anderen Seite rangeht. Okay. Krasse Sache, oder? Naja, okay, das nochmal so nebenbei. Heute meine ich aber die Lichterzeugung mit Neonlampen. Jawohl. Solchen Dingern da. Die gibt es auch als 12-Volt-Version. Die machen schon richtig schön hell. Kann ich ja dann mal als Vergleich direkt anschließen. Obwohl, können wir jetzt gleich mal direkt. Können wir die jetzt. Ne, das sind nicht 12 Volt, das sind mehr. Aber ich zeige es euch dann mal. So. Gucken wir mal, ob wir dieses Ding mit den zwei kleinen Batterien zum Laufen bekommen. Also gut. Wollen wir erstmal anlaufen lassen. Jetzt nehmen wir den Draht und poppen ihn da ran. Mal gucken, ob wir es alles drauf kriegen. Ja. So, das Ding geht jetzt voll in die Knie, schwingt vor sich hin. Ja, und das Ding leuchtet. Und wieder mal so ein bisschen. Na gut, leuchtet zur Hälfte. Was ist denn hier los? Also wollen wir die andere Seite auch mal mit Strom versorgen. Nehmen wir dazu einfach die Erde. Ich habe mir diesmal den Erdungspunkt rausgesucht hier. Lüftergitter. So, mal gucken, was passiert. Ah ja. Wunderbar. Ganz gut gebraucht. So, ein bisschen im Rücken, damit wir alles im Bild haben. Ein bisschen rumregen. So. So kleinen Dingern rauskriegen kann. Naja, wie gesagt, optimierungswürdig. Aber immerhin. Denn im Vergleich, wenn man jetzt mal direkt mal 12 Volt auf die Dinger hier jagen. Das mal als Vergleich daneben. Sieht jetzt hier auf dem Video sehr hell aus, ne? Aber ihr werdet gleich sehen, was hell ist wirklich. Ah, stellen wir das mal hin. So, das ist wirklich hell. Seht ihr? Da ist ein kleiner
feiner Unterschied. Also, die Leuchtstärke muss erreicht werden. Dann kann man das Ding gebrauchen. Aber das wird schon irgendwie. Noch ein kleiner Nachtrag, wollte das Ding gerade wegräumen. Ich tipp's hier nur, was ist das? Moment, der Minus. Der Minus? Ich tipp's hier nur den Minus an. Verblüffend. Naja, das wird schon werden. Okay, noch ein kleiner Nachtrag. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe noch eine parallele Wicklung auf den Bedini drauf gemacht. Deshalb kommt da jetzt am Anfang Plus raus und da Minus raus, an was die angeschlossen ist. Und die Original-Bedini, der Original-Bedini-Ausgangskanal, will ich mal so nennen, ne? Also, wo ist scharf? Da ist scharf. Der da hier vom Transistor weggeht, den habe ich noch gar nicht gemessen. Was kommt denn da raus? Okay, den Minus holen wir uns hier vom Plus, laut Bedini-Schaltung. Okay, hier, ja, ist jetzt richtig, 200 Volt. Volt. Gleich Spannung. Aha. Eine Eingangsspannung von 7,5 Volt. Was? So ein Ding.